So. Oh, da hat sich jemand gestellt. Entschuldigen Sie, wie sind Sie ins PD gekommen? Hallo, Sir. Mein Gott. Hops, einfach wie laufen Sie rum? Sir. Ja, ich habe mir einen neuen Bulli gegönnt. Was? Was? Gleich mal so besser? Laufen Sie doch. Bitte, Mr. Hobbs, ich gebe Ihnen jetzt mal einen Auftrag. Sie laufen bitte, wenn Sie in den Dienst kommen, bis zur Umkleide mit Ihren Zivilsachen und dann ziehen Sie sich bitte sofort um. Sie laufen hier nicht durchs Polizeidepartement, Sie haben leider ein. Also, Sie. Das geht nicht. Okay? Warum? Weil ich Ihnen das sage. Okay, dann gehen Sie doch mit mir shoppen. Nein. Obwohl. Doch. Oh nein, nein. Gut, kommen Sie. Was? Ja, ja, Sie kommen mit. Wir werden Sie jetzt mal neu einkleiden. Okay. Yay. Gut, dann machen wir das. Gut, und ich suche Ihnen was aus, ja? Ja, weiß ja. Brauche ich auch so eine Flieger wie du? Sie kriegen von mir, was ich für richtig halte. Ach ja, ich sollte mich ja vielleicht an ihren Speedy-Gang da gewöhnen. Sie sind nämlich sehr flott unterwegs, ja. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Hobbs. Weil Sie immer älter werden? Haben Sie mich gerade alt genannt? Nein, ich hab's verdammt nett umschrieben. Huckleberry, ich fahre mit Hobbs kurz mal zu einem Klamottenladen und kaufe ihm mal Kleidung, die nicht aussieht, als würde hier gerade jemanden überfallen, ja? Sehr gute Idee. Gut. Huckleberry? Ja, das ist keine nette Bemerkung. Was denn? Ach so! Diese despektierliche Bemerkung über die Klamotten des Kollegen Hobbs, den ich sehr hoch schätze, wo ich niemals irgendwelche schnippischen Bemerkungen machen würde. Hm. Gut. Scheint. Okay. Kommen Sie bitte mit, Hobbs. Ja. Ach, ja. Finde ich gut, dass Sie das vorgeschlagen haben, Hobbs. Ja, ich bereue es auch überhaupt nicht. Bezahlen Sie das dann auch? Ja, ich kaufe Ihnen das und Sie ziehen das dann an, wenn Sie in den Dienst kommen. Immer wieder? Naja, gut, ich werde Ihnen ein paar Hemden geben. Aber ja. Ach, ist ja nett. Nee, wundervoll. Soll ich fahren? Auf keinen Fall. Ach so. So. Wow. Ist dein Auto aus den 80ern? Ja. Mögen Sie alte Fahrzeuge? Manchmal, das hängt davon ab, wie es aussieht. Verstehe. Ich notiere mir das eben, dass der Chief alte Fahrgestelle mag. So. Irgendwann kommt der Tag, da kaufe ich Ihnen ein Auto, Sir. Ja, lassen Sie das am besten. Warum? Naja, Sie brauchen mir kein Auto kaufen. Naja, aber ich krieg Rabatt, Sir. Bei wem? Allen. Okay. Gut, dann schauen wir uns doch mal um. Jawohl. Ach, Moment, Telefon. Ja, unbekannt? Hm? Ja, Herr Schiefach, ja, bestimmt Vario. Okolo gestern. Hm. Okay. Der Frau Wayne ist sehr gut gegangen, ne? Die hatte nur den. Habe ich gerade schon die Info mitbekommen. Danke, Marino. Ach, so, haben wir bekommen, ja. Gut. Wow. Danke. So. Wie finden Sie den schwarz-gelben da oben? Wow. Nee, ich bin eher an den Hemden interessiert, aber das ist anscheinend nicht der richtige Laden. Wir müssen weiter. Okay. Aber ich finde es hier schön. Ja. Aber es geht ja nicht um Ihre Moden, sondern, ne? Bisschen was. Mr. Chief, ich habe noch eine Idee. Lassen Sie uns erstmal die erste Idee fertig machen, damit wir die zweite Idee nicht. Ne? Ja, aber die knüpft doch daran an. Aha. Meine Mama sagt immer, ich bin eine 400 IQ-Bestie, Sir. Okay. Was bedeutet das? Das heißt, dass ich 400 IQ besitze. Mhm. Und deswegen machen wir das so. Sie suchen mir jetzt ein Outfit aus. Mhm. Und dann machen wir tägliche Wetten. Wenn Sie jemals verlieren, dann suche ich Ihnen ein Outfit aus. Auf keinen Fall. Oh doch. Nein.
Warum nicht, Sir? Weil sie so rumlaufen, wie sie rumlaufen. Ja, aber dann mache ich sie mal jünger. Wie alt sind sie? Sie können meine Mutter daten. Wie alt ist ihre Mutter? Irgendwas mit 40. So jung? Wie alt sind sie? 59? Ja, komm. Das ist doch, passt doch. Die ist genauso hübsch wie ich, Sir. Das Aussehen habe ich von meiner Mutter. Ah. Und was noch? Die weichen Haare. Mhm. Meine Augen. Mhm. Und meinen apfelförmigen Knacker, Sir. Okay. Wollen Sie mal sehen? Nein. Nein. Okay. Arbeitsrechtstechnisch kann ich das definitiv verneinen. Ich glaube, hier vorne gibt es Hemden. Sehr gut. Hier habe ich auch immer meine Hemden gekauft. Oh, das muss ja ein Wahnsinnsladen sein. Die 50 präsentiert. Ah ja. Ei, ei, ei. Fantastisch. Die sind ja zusammengelegt. Sie sollten meinen Schrank mal sehen. So. Okay, dann würde ich sagen. Was ist das? Ist das Seide? Ach, verdammte Scheiße. Das ist wirklich praktisch, wenn man im Dienst ist und seine... Ich habe mein Portemonnaie im PD liegen lassen. Das ist jetzt ärgerlich. Wir müssen noch mal zurück. Na klar. Dann seid... Ach, ich finde es auch gut, wenn wir beide mal Zeit miteinander verbringen. Oh, misty eye of a mountain below. Kennen Sie das? Was ist das? Schmauk. Kennen Sie den Drachen? Schmauk. Das ist der von den Hobbitsen mit den haarigen Füßen. Sie meinen Herr der Ringe? Ja. Ach so, ja. Mögen Sie das? Naja, ich nehme es wahr, aber es ist jetzt nicht... Ich habe so viel zu tun mit meinen Hobbys schon. Welchen? Naja, rauchen. Oh. Ah, da habe ich doch noch was für Sie. Als Wiedergutmachung. Es tut mir leid, Sir. Sie haben mich doch schon entschuldigt. Ja, aber das ist dann schon vorab fürs nächste Mal einfach. Nein. Gucken Sie mal, was ich Ihnen besorgt habe, Sir. Nein. Keine Vorabentschuldigung. Entschuldigen Sie. Es ist mir zwischen Ihre Beine auf Ihren Schoß gefallen. Arbeitsrechtlich nicht okay. Fehler passieren, Sir. Mach's einfach nächstes Mal wieder gut. Das sind die wirklich guten mit Pfeffer, verstehen Sie? Hm. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob die legal sind oder nicht, aber... Warten Sie das kurz. Das sind richtig toll, ja. Oh Gott. Hat jemand Interesse an frischen Eier? Soll ich fahren? Nein. Wollen Sie? Mr. Chief, wie viele Finger haben Sie an der rechten Hand? So viel wie Sie hoffentlich. Aber wie viel sind das bei fünf. Ihnen? Oder vier und einen Daumen? Nein, fünf ist doch gut. Und an Ihren beiden Händen, wie viel sind das? Wie viele Finger sind an beiden Händen bei Ihnen? So viel wie bei Ihnen, hoffe ich, Hobbs. Aber wie viel? Zehn. Okay, und wenn Sie 10 Hände hätten, wie viele Finger wären das? Was ist das für eine... Was meinen Sie damit? Na, wie viele Finger hätten Sie dann? Naja, 100 oder nicht? Ich hab Sie genatzt, Chief. Ich hab Sie so genatzt. Hä? Ich hab Sie genatzt. Tja. Sie haben reingeschissen.
Sie haben voll reingekackt. Verstehen Sie? Gekackt? Hobbs, was meinen Sie? Naja, wenn, also, ja, Sie haben noch nicht, das ist falsch, wollte ich, voll falsch. Also Sie meinen zehnmal nicht zehn Hände, sondern zehnmal eine Hand, oder was? Ja. Ach so. Ja, gut, also eigentlich kommen da noch 50 raus. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Und immer wieder ist dieselben wieder. Singen Sie oft? Ja, Sir. Dann lassen Sie das. Ich bin doch auch Rapper. Auch das sollten Sie lassen. Umso deine Weime, du willst rappen, lass dann sein. Hobbs. Wenn ich... Ja. Hören Sie auf sich selbst. Lassen Sie das sein. Du musst auf dein Herz hören. Hören, wie schlägt, wie es bebt, wie... Hobbs. Ja, aber ist dir mal leid. So, das hier. Oh Gott. Okay, was haben wir denn da? Ich schlage vor... Wow. Onkel Wrench, können wir die hier auch kaufen? Nein. Die blauen? Nein. Okay. So. Okay, einmal das hier. Und da drüber dann... Ich zieh mich schon mal um. Warten Sie. Warten Sie noch. Okay. Da drüber dann... Das hier. Und dann suche ich noch hier eine Hose. Das hier und dazu das da. Gut, dann ziehen Sie das mal an. Und ja, ziehen Sie die Mütze aus und die Brille auch. Ja, wo? Ja. Da vorne links. Moment. Da vorne links, in der Mitte. Ja. Sir, da sind Klamotten drin. Wo drin? In dem Schrank. Das ist kein Ja, dann gehen Ach, Sie da vorne links. Da beruhigen Sie sich. Ich habe alles im Griff. Wo haben Sie die Sachen hängen? Ach, hier. Dann bin ich sofort wieder da. Oh mein Gott. Die ist ja viel zu eng für den Schwanneck. Sind Sie fertig, Hobbs? Nein, ich krieg den nicht rein. Warten Sie, hab's gleich. Oh mein. Ist das ekelhaft. Nee, das fühle ich nicht. Da muss eine Brille dazu. Ah, schon besser. Und eine Mütze. Oder ein Helm, dann erkennt mich keiner. Perfekt. Ja, ich habe das Aquarium mitgenommen. Setzen Sie mal den Helm ab und die Brille. Ja, das Hemd ist noch ein bisschen zu groß. Ja, das Hemd passt mir nicht, Sir. Was haben wir denn da als Alternative? Haben Sie mal. Twitch Prime ist. Soll ich jemandem das Oberteil geben? Ah, das Oberteil, ziehen Sie mal bitte das Hemd aus. Sie kriegen von mir ein neues Hemd. Ist das Hemd das obere oder das untere, Sir? Ah, warten Sie mal. Naja, das untere. Sie müssen erst das Sakko ausziehen und dann das Hemd. Sie wissen auch, wie Sie sich anziehen, Hobbs. Ja, Sir. Ich kenne mich voll aus mit so einem alten Klamotten. So? Sie sind zu leicht zu durchschauen, Hobbs. Ja, ich habe einfach ein bisschen Hunger. Ziehen Sie mal das an. So. Und nehmen Sie dann mal das Sakko. Ich habe Ihnen das gerade gegeben, weil ich bin dumm, Sir. Wundervoll. Dann nehmen wir ihn mal... Können Sie das zumachen? Nee, das nicht. Versuchen Sie mal das. Das ist mir auch so groß, Sir. Was haben Sie denn für eine Größe? Schmal. Geben Sie mir mal das Sakko wieder. Ich suche noch mal eins raus. Und das Hemd auch. Was ist jetzt genau das Sakko? Das, was Sie drüber tragen und das, was Sie drunter tragen, beides. Okay.
das hier und das. Genau. Und dann warten Sie kurz in der Umkleidekabine, ich suche mal was raus. Kann ich mich schon mal anziehen? Naja, Sie können den T-Shirt anziehen, ja. Sonst kann ich gleich Diamanten schleifen, Sir. Ja, T-Shirt. T-Shirt. Oh, scheiße, es kann nur einen geben. Ja. Nehmen Sie das. Ja. Irgendwann kommt der Tag der Rache. Du nicht nehmen, Kerze. Ich bin der eine. Der Pusher der Enterbung. Nehmen Sie das, Sie Verbrecher. Ich... Stirb, Kartoffel. Hobbs, was machen Sie da? Ich spiele, Sir. Spielen Sie leiser. Ja. Mann, nix darf man. Ich bin nicht mal im Dienst. So. Hobbs. Taschenlampe weg. Zu mir kommen. So, und jetzt mal bitte einmal das anziehen. Und einmal. Das müsste gehen. Das anziehen. Hallo, ich rufe sofort zurück. Ich schaue gerade mit meinem Schief. Der macht aus mir einen Rentner. Ernsthaft lila in. Das ist so weiblich. Rosé. Das ist Frieda. Oh. Ich hasse Frieda. Frieda. So. Hallo, Sir. Brille ab, Hut ab. Bin ich. Aber ich hab doch Stärke. Ja, noch. Welche Krawatte gebe ich Ihnen? Ich suche noch mal eine raus. Warten Sie kurz. Ich kann die übrigens nicht binden, wenn Sie das jetzt gleich verlangen. Ich binde Ihnen das. Ich habe gestern Bindemittel entfernt, Sir. Auf der Straße. Nee, ich habe Öl entfernt mit Hilfe von Bindemittel, Sir. Ah ja, perfekt. So, dann mache ich die Ihnen mal drum, ja? Weiß ja. Soll ich irgendwas beachten? Nee, ich habe den Knoten schon vorgebunden. Einfach über den Kopf ziehen, als würden sie sich eine Halskette umlegen. Hm? Und hoch und hochziehen dann einfach an dem Knoten. Ah, ich mache Ihnen das. Okay. So. Mhm. Oh, danke, Sir. Ist ein bisschen eng. Ja, machen Sie locker. Okay. Ja, gut. Ich dachte schon, dann war's. Die Beförderung steht ja noch aus. Irgendwann. Die Hose passt noch nicht ganz klar. Moment. Würde ich so als Detective durchgehen? Nee, noch nicht. Geben Sie mir mal die Hose. Aber Sir, hier nicht. Hier, bitteschön. So, okay, bleiben Sie hier. Die können Sie nochmal anziehen. So, und jetzt die anziehen. Ja, wissen Sie, was das Letzte ist, was ich mir jemals gedacht hätte? Dass wir bei dir stehen und Sie kaufen mir Klamotten. Ja, das die stimmt. Die war dich ein guter Schief. So. Besser. Hä? Wundervoll. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch was für Ihre Brille. Davon habe ich schon ein paar. Ja, das glaube ich Ihnen, aber wir brauchen eine richtige Brille und nicht so, was auch immer Sie da tragen. Also müssen wir nochmal los. Oh. Wo haben Sie Ihre Brillen gekauft? Bei Mr. Flex. Oh. Wer ist Mr. Flex? Ich habe keine Ahnung. Bei dem Optiker halt. Oh. Ist das unten am, am Strand? Also. Nein. Ich glaube schon. Gut, fahren wir mal vorbei. Also ich habe meins, gegenüber von dem Unicorn gekauft. Gegenüber vom Unicorn? Hm? Hier. Sicher? Hm? Wir fahren runter zum Strand, glaube ich. Okay.
Ist das nicht genauso ein Klamottenladen wie hier oben ja. auch? Ja. Hä? Das ist richtig. Und da habe ich meine Brillen her. Tja, dann sollten Sie vielleicht mal eine andere Quelle für Ihre Brille setzen. Ja, was, Sir? Deswegen sehe ich doch so aus, wie ich aussehe. Das ist ein Billigmaterial. Ja. So, dann brauchen wir... Was für eine Stärke haben Sie denn? Auf dem einen plus 3, auf dem anderen plus 4. Ah ja. Sie sind also weitsichtig. Oder? Nein, ich sehe das, was weit weg ist, nicht so gut. Na, sind Sie kurz? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ja. Hm. Warum haben Sie keine Brille? Weil ich keine brauche. Aber Sie gehen rasant auf die 60 zu, Sir. Ja. Dann braucht man so langsam eine. Oder haben Sie Kontaktlinsen? Nein. Wie machen Sie das? Essen Sie viel Orangen? Wieso Orangen? Sir. Naja. Denken Sie doch mal nach. Okay. Hier, bitte. Das war ein Wortspiel. Und das bedeutet... Ich habe zufälligerweise welche dabei. Aber ist das... In Orangen. Das ist doch kein Wortspiel. Bin ich der Arzt oder Sie? Ich habe einen Doktortitel, Sir. Ach so, Sie sind ja tatsächlich sogar Augenarzt. Ja, das stimmt. Dann tragen Sie solche Brillen? Ja. Warum? Naja, ganz einfach. Einer muss ja mal mit der Mode schwimmen. Mhm. Boah, jemand, der mich nicht kennt, der würde denken, ich bin schon 80. Das Ding kratzt. Gibt's keine Brillen, die haben nur Ach Hüte. Nee, da hatte ich ja recht. Ach so, ein Zufall. Da, wo Sie Brillen gekauft haben, da müssen wir da hinfahren. Mhm. Naja, gut. Nehmen Sie das ab. Aber Sir... Sie sollen das Mark. Sie sollen das abnehmen. Guten Tag, ich bin MC Wench. Na, Wend. Na, Wend. Ja. Oh. Hops, nehmen Sie das ab und kommen Sie hin. Die nehme ich mit. Wissen Sie, was wirklich unangenehm ist? Sie werden es mir sicherlich sagen. Ja, bleibt mir nichts anderes so übrig, sonst schweigen wir uns ja nur an. Mhm. Meine Schuhe klackern. Mhm. Beim Laufen. Mhm. Bei jedem Schritt. Mhm. Da sie klacken. Mhm. Mag das. Mhm. Ich fange jetzt an, Stepptanz zu lernen. Mhm. Das macht wild. Mhm. Ach. Wollen wir was singen? Nein. Lauda to si, amor signore, lauda to si. Amor signore, lauda. Oha. Wäre ich jetzt im Dienst, würde ich dem hinterher. 10, 12. Mhm. Aber nur, wenn Sie mit einem Officer Third Class unterwegs wären, oder? Ja. Gut. Eigentlich ja. Ja. Was bin ich nochmal von Rang? Recruit Officer. Wissen Sie, dass ich meine Marke immer auf dem Schrank stehen habe? Nee. Und wissen Sie, dass in meiner Zahnpaste viele gesunde Vitamine drin sind? Nee. Wissen Sie, dass ich meinen Speichel sammle, um damit meine Marke sauber zu machen? Nein. Weil wissen Sie was? In meinem Speichel, da sind die wichtigen Dinge drin, die Marke wirklich zum Glänzen bringen, Sir. Mhm. Soll ich Ihnen das zeigen? Nein. Ich zeige Ihnen das. Nein. Gucken Sie, wenn ich Nein. meine Zähne so mache Nein. und reibe. Ich muss Sie mich auf die Strecke durch. Konzentrieren. Okay, Sie müssen nur hören. Mhm. Meine Zähne, die verursachen so ein Quietschen ja. aufgrund von meiner Zahnpasta. Ja. Da. Ja. Und mit dem Erguss von Speichel mhm. in Kombination mit glanzvoller Marke, mhm. Minus und Minus Plus, Fazit, mhm. glänzende Marke. Können Sie das hören? Ja, ja, ich kann das sehr gut hören und sehen, ja. Mögen Sie das? Nein. Ach, hier sind wirklich Brillen. Bringen Sie mal meine Zahnbürste mit. Ja, genau hier. Ich hasse diese Läden. Ja, und hier ist der Spiegel. So. Hm.
Ich habe auch so Armbänder für meine Arme, wenn Sie wollen. Knicklichter. Ich habe so einen 400er Pack zu Hause. Oh, geil. Die passt. Die hier. Die mag. Oh. Der Wench. Die ist ja auch schön, oder? Hm. Oh, und die. I like Book. Pixel Bubble. Ah, ich kenne Text gar nicht gerade. Dauer. Mm. Okay, ich habe eine Brille für Sie. Und die haben die auch in der richtigen Stärke tatsächlich. Also ein Zufall. So. Nehmen Sie mal die hier. Wundervoll. Oh. Oh mein Gott, es ist perfekt. Kommen Sie. Oh mein Gott. Mein Name ist Detektiv Conan Edugawa. Reed? Ja, Tasche Chief. Ich weiß nicht, ob wir nachher eine Besprechung haben, aber ich würde vorher gerne mal kurz mit Ihnen reden. Klar, kommen Sie gleich vorbei. Ich bin auf dem Weg zurück zum PD. Alles klar, bis Leute. So, kommen Sie. 100 Jahre gehen vorbei. Ach, jetzt ist es soweit. Sie wollten meine Tränen sehen. Doch ich habe nur gelacht. Denn, kennen Sie das? Oh Gott. Da vorne gibt's einen Verfolgungsjagd. Oh, scheiße, ich wäre schon dabei, ich sag's Ihnen. Ah, Sie können ja gleich in den Dienst. Meine, ich wäre vorne mit dabei. Mhm. Streife vorne, weil ich bin der beste Fahrer, Sir. Mhm. Kennen Sie Conan? Edugawa? Wer? Inishi Kodo. Wer? Conan. Nee. Detektiv Conan. Nee. Das ist der Sohn von Grand Grand Maurice. Also eigentlich nicht der Sohn. Sondern Grand Grand Maurice eigentlich. Abend. Bitte stört uns doch nicht, wir sind im Dialog. Bei Grand Grand Maurice doch von der Freundin von dem Shinichi, der Mädchen der Freund dann. So. Ach Sir, Sie müssen auch abschließen. Denn ich folge einer Spur. Abend. Ach, guten Abend. Gottes Willen. Ihr siehst so aus. Richtig schick, Menschenskinder. Waren sich die schnippischen Kommentare, Reed. Aber sind. Hä? Ich meine das ernst. Aber wo sind deine Socken? Der Chief hat mir keine mitgegeben. Oh. Korrekt. Naja. So kalt ist ja auch noch nicht. Ich wollte nicht, dass er so sehr abhebt, weil er jetzt wahrscheinlich viel besser aussehen als vorher und damit bleibt er ein bisschen besser auf dem Boden, weil er ihn besser spüren kann. Oh, okay, ja, dann das ist eine gute Idee. Machen wir jetzt einen Schuh draus. Ab heute heißen sie Dietrich Sockenlos. Was ist das? Ja, was denn? Lila ist deine Farbe. Ist das jetzt diskutierlich gewesen, Hobbs? Ich denke nicht, oder? Was? Na, Dietrich. Ach, funk mal leiser mal. Es ist für mich okay, Sir. Nein, wenn ich Dietrich zu dir sage, du weißt doch, wegen den Dietrichen. Ja? So, Hobbs, dann Uniform an und in den Dienst. Mr. Chief? Hm? Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich einfach 30 Jahre älter gemacht haben, sodass ich den Alkohol einfach so kaufen kann, ohne Ausweis. Sie ist doch nicht danke. 30 Jahre älter aus. Ach komm, guck mich mal an. Ich sehe aus wie Shinichi Kudo. Ach du Heilige. Das ist doch der Typ von Detective Conan, ist doch gut. Sie kennen das auch, ja? Ja, das sicher. Ich muss kurz einstempeln. Alter. Gut, wir können schon mal, Sie können schon mal in mein Büro gehen, Master Huckleberry. Ja. Und wir, was wollten Sie, Reed? Ich wollte Ihnen ein paar Sachen sagen, bevor wir die Besprechung haben. Na, dann kommen Sie gleich mit dazu. Oh, klar. Audi. Nein, die Haare hat er mir noch gerade so gelassen. Eine gute Tat. Soll ich einfach anfangen? Dann können Sie mit der Rufe Huckleberry und Master das Ganze in Ruhe weiterreden. Genau, genau. Was gibt's, Reed? Also, Warten Sie kurz, mein Notizbuch. Ja. Wunderbar. Also, eine Sache, die vielleicht jetzt ganz wichtig ist, einmal durchzugeben bei der Besprechung, wenn wir einen haben. Hm. Das Gewerbeamt hat bei VNet gepostet, dass dieser der angebliche IT-Service, der hier immer so durch die Gegend geht, so, ne, dass der nicht lizenziert ist. Das heißt, wenn wir da nochmal irgendwo was haben und wir treffen die an, dann ist das kein IT-Service, sondern Leute, die sich nur so ausgeben wie welche. Okay, der IT-Service ist fake. Fake! Haben wir da einen Namen zu? Also, oder heißt der IT-Service? Nee.
Einnahme, da müsste ich in die Akten gucken, aber Einnahmen hat er Goldwell. Ich kann gleich nochmal gucken. Wir haben das irgendwo aufgeschrieben. Goldwell. Gold, ja, kann sein. So in einer, irgendeine der Bewerber, Akte zu. Der abgelehnt hat, weil er sich umorientiert hat. Ja, gut. Ich kann gleich nochmal schauen, dann kann ich Ihnen die Namen geben. Da waren wir aber was bei Weasel News, die haben sich für IT-Spezialisten ausgegeben. Da hatten wir die Namen und alles aufgeschrieben. Genau. Dann hat Herr Herrmann, der Besitzer von Galaxy, angerufen. Oh. Der hätte gerne einen Termin mit Ihnen, Chief, bezüglich den Molotow-Angriff da gestern Abend. Wieso will er dann einen Termin mit mir? Ich denke mal, der will da irgendwas besprechen. Oh. Aber was hat er vielleicht mir nicht gesagt? Der Bürgermeister keine Zeit. Hat er mir einen Granny gemacht? Das mit den schnippischen Kommentaren gilt aber jetzt nicht immer, oder? Anscheinend, Huckleberry? Wir haben gesagt, gegenüber Rekruten und Kadetten. Okay. Gut, gut. Alles klar. Chief ist auch noch auf die Liste. Soll ich da einen machen oder nicht? Wenn er eine Anzeige aufgeben will, kann er sich das gerne, kann er das gerne machen, aber ich wüsste jetzt nicht. Können Sie mal hinterfragen, wieso? Ja. Mr. Chief, ha? Muss ich die anlassen, ja, auf Schreife? Ohne Mütze? Ja. Oh Gott. Aber die fragen schon alle, was mit mir ist. Ja. Und was ist mit Ihnen? Meine Treffsicherheit erhöht sich um 100%. Fantastisch, dann los. Aber mein Würfelfaktor. Ach, okay, wenn Sie das sagen. Ja, fragen Sie mal, was der will. Ja, mache ich, ruf da gleich an. Dann finde ich total Quatsch, aber ich sage Ihnen das trotzdem, weil der sonst weiter nerven wird. Ein Elvin Jones hat angerufen und der will eine Petition starten und Unterschriften sammeln, damit wir eine weitere Motorradwerkstatt in der Stadt bekommen. Und möchte das irgendwie, dass wir das mit unseren Officern kommunizieren, dass die da unterschreiben. Ich finde es total Quatsch. Aber bitte sagen Sie das nicht, Cortez, die funkt wieder ein halbes Stück darüber durch, wie das letzte Mal über die scheiß Freibier in irgendeinem Laden. Ja, ja. Nee, also, wie gesagt, machen wir natürlich Quatsch, nicht. Aber ich wollte Ihnen das trotzdem sagen, nicht, dass der hier wieder 10-mal anruft. Solche Petitionen laufen über komplette private Kanäle und werden nicht von dem Polizeidepartement unterstützt. Richtig. Ach ja, und dann wollte ich fragen, ob ich vielleicht einen Zugang kriege für unsere Social-Media-Seite, damit ich meinen Bürgertelefon-Post darüber absetzen kann und nicht über meine private Seite. Welche Posts setzen Sie denn ab? Ich habe einen Bürger-Hotline-Banner erstellt. Der ist da Männchen. Cool. Lustigen kleinen Polizeifigürchen. Dann holen Sie sich mal von Koslowski. Geben Sie das Koslowski, der postet das für Sie. Oder so. Aber der weiß ja nicht, wann ich im Dienst bin. Ich poste das immer, wenn ich im Dienst bin. Ach so. Und dann dann holen Sie sich von Koslowski einfach den Zugang. Ja. Koslowski. Okay. Und dann waren wir ja am Überlegen, ob ich irgendwie E-Mails abnehmen soll. Wollen wir damit noch warten oder soll ich da einen Zugang kriegen? Wir haben keine E-Mails für die Sache, glaube ich. Also, leider schreibt auch kaum niemand E-Mails. Also, es wäre verschwendete Zeit, sich da. Also, ja, noch nicht. Lange Ausbildungskonzepte weiterleiten, die mir Officer zuschicken. Ja, das ist aber. Ich habe hier zum Beispiel in 18 Module umfassende Einsatzleiterschulung bekommen von Tucker. Wundervoll. Aber Tucker? Ja, ja. Der auf der Streife mit Hobbs war, mit dem Vorfall? Der Tucker? Ja, ja, der gut. Tucker. Okay, alles klar. Mit dem muss ich übrigens nochmal sprechen. Und ein paar SWAT-Konzepte. Ja, das können wir vergessen. Okay, Reed, was haben Sie noch? Ja, sonst bin ich froh, noch am Leben zu sein nach dem Unfall gestern und ich bin froh, im Dienst zu sein. Ne? Das freut uns alle, tatsächlich. Ja, klar. Tut mir leid, wenn ich gestern vielleicht zu laut im Funk rumgeschrien habe, aber ich dachte, du wirst sterben. Ist entschuldigt, kein Problem. Ich bin dann weg. Alles klar, bis dann. Yes. Irgendwann muss jeder sterben. Huckleberry, was ist denn los mit Ihnen? Mir Ihre Worte sehr zu Herzen, Chief. Sehr zu Herzen? Dass aus Ihnen so ein kleiner, deprimierter Klecks wird, oder was? Irgendwann muss jeder sterben. Ja. Bleiben Sie mal ein bisschen positiv. Ja. Der positive Huckleberry ist zu schnippisch. Was? Der positive Huckleberry ist zu schnippisch? Wenn ich gut drauf bin, drücke ich Leuten irgendwelche Sprüche, anstelle sie anzuschnauzen, wenn sie Fehler machen. Jetzt bin ich deprimiert drauf und sage den Leuten nur, wie scheiße sie sind. Können sie nicht fahren, sind sie scheiße. Können sie nicht funken, sind sie scheiße. Jetzt klare Ansagen ohne schnippische Bemerkungen. Ich sage nicht mal scheiße. Die merken das alleine. Moment, Huckleberry, du machst jetzt den Masters? Ja.
Ich bin deprimiert wie Masters. Er ist auch immer deprimiert. Junge, denk dir was Eigenes aus. Was soll denn das? Tja, dann kann ich sie Masters 1 und Masters 2 nennen, oder? Ja, oder Hackelmaster. Ich gehe zum Friseur, kein Problem. Machen Sie es nicht. Ich habe so schon Probleme, also, die Kollegen zu erkennen. Ja, egal, lassen wir das. Chief, ich muss Ihnen den Trend mitteilen. Falls wir also auf unserer VNet-Seite irgendwelche, Tags setzen können, können wir den Tag bitte bei Seelsorger, also Psychologen, und bei Ex-Detectives und Gang-Unitlern rausnehmen, weil in den letzten Tagen kommen halt nur noch Seelsorger 99? Und Gang-Unit. Was? Wurde 99 gefunkt. Ich habe nichts gehört. Okay, wo? Ja, ich habe noch keinen Standort. Update und Standort zu 1099 kommen. Fahr an die Leitstelle, konnte offiziell identifiziert werden, Streifengebiet. Das war Kempelt, ich wurde gerade fast abgestochen von Kempel. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, Kempel? North 24-7, er wurde wohl abgestochen von Kempel. Okay, alles klar, dann ich muss mich bewaffnen, Sie fahren schon mal ein Auto vor. Die Gefahr noch vorhanden. Negativ. Ja. Okay. Warum zur Hölle? Ja, okay. Frage, weißt du, wohin? Ja, dann lassen wir es erstmal. Wenn es eh weg ist, dann können wir nicht mehr. Mach das zurück. Ja, komm zurück, er hat doch gefunkt, die Gefahr ist nicht mehr aktuell. Dann wurde er nur fast mal abgestochen. Streife 2 hat Kempel am Rockport Plaza beim Dispatch. Und jetzt haben wir Kempel gestellt. Streife 1923. Also komm zurück ins Büro. 1990. Wundervoll. Toll. Warum denn Kempel? Was hat er denn für ein Problem? Winters wieder überdramatisch. Was ist denn überdramatisch? Er wurde abgestochen. Er dachte fast abgestochen. Ach so. Okay, das ist echt überdramatisch. Typisch Winters. So, was haben wir noch für die Besprechung? Ich habe nichts für die Besprechung. Aufmunternde Worte? Irgendwas? Nein. Gut. Masters, was haben Sie für die Besprechung? Tatsächlich auch nicht besonders viel, Sir. Okay, dann machen wir... Ja, hau ihm eine rein. Das hat er jetzt nicht gefunkt. Punktdisziplin. Jack Taylor übernimmt. Ach, was? Nee. Akte. Funk. Nochmal bitte ein Dispatch schicken. Tatsächlich jetzt noch eine Sache unter uns sechs Ohren. Gibt wohl in und ums SD eine... Undercover-Situation, wo wohl auch das DOJ mit einbezogen wurde. Oder auch nicht. Doch, also es gibt dort einen Staatsanwalt, der darüber Bescheid weiß. Ich habe denen nahegelegt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, Chief. Ja. Weil Sie mir gestern auf die Anfrage, Sie erinnern sich, eine strikte Absage. Ich habe auch Perkins persönlich angerufen und habe gesagt, er kriegt von mir keine Freigabe für solche Methoden. Gut, dann haben die entweder nicht miteinander gesprochen oder es ignoriert, denn das ging heute wohl so weiter. Dann werden sie für die COCP-Verstöße vollkommen gerade stehen müssen, weil wir werden das nicht decken. Ja, Chapman war hier in irgendeiner undercover russischen Rolle, hat sich hier versucht reinzuschleichen, um irgendwie mit Masters zu sprechen, der noch nicht da war, wurde dann von den Kollegen erwischt, ist aber weggerannt und hat sich eine 1043 geliefert. Einen Officer überfahren. Ja, Jack, bitte... Und dann, haben wir ihn hier im Verhörraum gehabt. Dann kam ich dazu und hat er sich offenbart, dass er Chapman ist und seine Marke gezeigt. Was ist denn da jetzt los im Funk? Overwatch würde Funk übernehmen, fährt weiter in Richtung Süden. Officer überfahren. Scheiße. Ja, wurde ausgebremst, fährt weiter in Richtung Süden, bleibt stehen. Kempel steigt aus und... Ist ja nicht so, als wenn wir nicht letztens noch besonders vor Kempel gewarnt hätten. Stellt sich dahinter. Die hatten den doch schon, warum haben die nicht in Handschellen gelegt? Warum kann er noch irgendwas fahren? Fragen. Inkompetenz überall. Also. Man kann die Situation von hier schlecht einschätzen, Huckleberry. Richtig. Täter gestellt. Okay. Mal für 21.15 Uhr Besprechung über die Leitstelle weitergeben. Ja, unterwegs. Auch wenn es nicht so für das Funkdisziplin, damit die täglich informiert werden. Wundervoll. Ansichtssache. Ich bin draußen, Typ. Das mit dem Officer überfahren hat mich auch gerade ein bisschen irritiert. Die Streife 7 öffnet jetzt eine Akte zu dem Fall, gerade der 1043 mit dem Shop-Raub. Streife 1, 1043. Meat-free meals. So.
01, mit deiner Frage in den Funk, wird Campbell ins PD gebracht, kommen? 314 1091 plus 1, PD wird jetzt überbracht. Mhm. 01 14 4, 01 Ende. Was gibt's, Reed? Haben Sie Zeit für die Leute aus dem Krankenhaus? Oh ja, die waren klar. Wohl gestern. Okay, ich schicke die in Ihr Büro. 311. Ergänzend zu dem Vorfall mit Campbell, der Kollege ist gerade von ihm fast überfahren worden, also angefahren worden. Welcher Kollege? Der hier neben mir, Van Cleef. Van Cleef, okay. Sie sind neu, ne? Ja, seit Dienstag. Ja, Campbell ist einfach losgefahren, obwohl er halt davor stand. Ja. Also, in diesem Zusammenhang ist es wichtig, Van Cleef, das werden Sie jetzt auch gleich merken, dass Sie da Ihre Aussagen in die Akte schreiben. Mhm. Ja. Und Ihnen ist aber nichts passiert? Ach, soweit alles gut. Ich glaube, es ist nur der Schock. Alles klar. Gut, dann machen Sie das gleich. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Gespräch. Campbell wird hergebracht. Und lassen Sie sich von der Einheit anführen, die da ihre, die ihre Sachen macht. Sie können auf dem Tablet nebenbei schon mal Ihre Aussage aufschreiben, was ist passiert. Ja. Aus der Ich-Perspektive. Ja. Na? Alles klar, mache ich. Alles klar, machen Sie das. Ich bin eh gleich unten in den Zellen, wenn ich das Gespräch fertig habe. Haben wir noch Besprechung heute? 21.15 Uhr. Ach ja, super, danke. So. Gut, Van Cleef, dann kommen Sie mit. Ja. Hab Sie. Alles klar. Kommen Sie rein. Sehr gerne, danke, Herr Mensch. So. Guten Abend. Nabend. Nabend. Okay. Pillbox war das. Jawohl. Korrekt. Richtig, ja. Okay. Gut. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, es tut uns leid, dass wir wegen so einer unangenehmen Sache hier sind. Und zwar haben wir vor kurzem eine neue Kollegin ins Pillbox eingestellt. Ich muss das leider vom Zettel ablesen, entschuldigen Sie bitte. Mhm. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Die Kollegin berichtete von uns von etwas, was wir so gar nicht fassen konnten. Aber nach mehrmaliger Nachfrage hat sie das nochmal bestätigt Frage. Und wir dachten, wir sprechen am besten gleich mit ihm drüber. Und zwar ist die Kollegin am Tag ihrer Einstellung von ihren Kollegen netterweise zu uns gefahren worden. Ich kenne die Vorgeschichte nicht, warum, es tut mir leid. Da. Und in diesem Fahrzeug saßen drei Officer und unsere Kollegin und einer der Officer war wohl der Herr Huckleberry. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dieser äußerte sich wohl sehr abfällig übers Pillbox-Krankenhaus und weil unsere Kollegin sagte, dass sie dahin muss, weil sie jetzt eingestellt wird und davor zu arbeiten. Und er sagte wohl wortwörtlich, zitiere, das Pillbox ist scheiße, geh doch lieber ins Baycare. Dann hat er noch ein, zwei negative Sachen gesagt, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte und hat ihr gesagt, das ist eine falsche Entscheidung, geh da nicht hin. Und da fragen wir uns, wo diese, ich pack mal den Zettel lieber weg, da fragen wir uns, wo das herkommt, ob er da negative Erfahrungen mit uns gemacht hat, weil das hat uns schon ziemlich schockiert, muss ich sagen. Klingt so, als hätte er negative Erfahrungen mit Ihnen gemacht. Ja, die Sache ist die, ich hatte da nämlich auch mal nachgeguckt, ob er eventuell falsch behandelt wurde nach seiner Meinung, aber ich konnte keine Akten zu dem Herrn Kackelberry finden bei uns. Vielleicht habe ich mich auch vertippt. Ich habe es jetzt auf mehrere Wege versucht, seinen Namen zu schreiben, aber ich konnte halt keine Akten finden. Deswegen wunderte ich mich dann halt auch schon ein bisschen. Der scheint auch gar nicht bei uns irgendwie mal gewesen zu sein. Okay. Und haben Sie das Gespräch mit Herrn Huckleberry schon gesucht? Also uns wurde gesagt, dass wir uns hier hinwenden sollen. Und deswegen haben wir uns jetzt an Sie gewandt. Ich bin mir nicht sicher, wie gut es ist, wenn wir ihn damit konfrontieren. Wir dachten vielleicht, dass es eine bessere Idee ist, wenn das aus seinem eigenen Department kommt. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen läuft. Ja, also erstmal, ich verstehe natürlich die Situation. Mir fehlt jetzt natürlich der Kontext, das einzuschätzen. Hat er eine private Aussage getätigt? Oder, also es klingt jetzt so, als hätte er seine Meinung gesagt? Also, ja, ist recht schwierig, wenn er in Uniform ist, finde ich, private Einschätzungen so wiederzugeben. Machen Ihre Mediziner in ihrer Tätigkeit keine privaten Einschätzungen mehr? Ja, also nicht abfällig über den PD auf jeden Fall, da? Nicht? Also, sind Sie sich sicher? Also wenn Sie da anderes haben, dann können Sie gerne jederzeit auf uns zukommen. Also ich denke, das behindert ein bisschen die Zusammenarbeit, finden Sie nicht? Ja, ich denke, also was das Problem ist, ich verstehe das, ja, also ich verstehe das natürlich. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn Sie Herr Huckleberry vielleicht aufgesucht hätten, bevor Sie mit mir das Gespräch suchen. Der Grund dafür ist folgender. Sie gehen jetzt zu seinem Vorgesetzten und dieses Gespräch, was sich hier entwickelt, ist tendenziell immer eine disziplinarische, hat immer eine disziplinarische Konsequenz. Verstehen Sie? Also wenn Ihnen tatsächlich die Zusammenarbeit des PDs und des
Pillbox Medical wichtig wären, wäre es ja gut, wenn es eine deeskalierende Tendenz hätte. Also wenn sie deeskalierend wären, würden sie mit Herrn Hackelbell sprechen, um ihn zu fragen, ob das stimmt, was da gesagt wurde. Ich weiß es nämlich nicht und Sie wissen es jetzt auch nicht, weil der Vorwurf von einer Person kommt und Sie haben sich die Gegenseite nicht angehört. Und bevor Sie sich die Gegenseite angehört haben, also glaube ich zumindest, haben Sie die, also außer ich sage jetzt was Falsches. Herr Lentsch, darf ich? Ja klar, natürlich. Also wir wissen natürlich nicht, wie Sie es bei sich im PD handhaben. Ja. Wenn Sie der Meinung sind, wir sollen das mit dem Herrn Hackelberry direkt klären und nicht erst zu Ihnen kommen, dann ist das völlig in Ordnung, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Dann wissen wir halt, wie sie es dann handhaben. Wenn also sowas ist, sollen wir das mit den PD-Lern, also den Officern dann Ich würde mir wünschen, dass es einen Schritt vor diesem Schritt geht. Verstehen Sie? Genau, also ja. Es geht nicht darum, dass Sie es mit denen klären und ich lasse Sie alleine da stehen. Es geht einfach nur darum, dass das, was, wenn Sie zu mir kommen, ist das immer der, ist das die Eskalationsstufe? So okay, wie Ihr Kollege das gesagt hat. Sie meinten, das ist eine unangenehme Situation. Und das stimmt. Das ist bei mir immer, ist das immer eine unangenehme Situation. Und wir werden das jetzt auch so auflösen, aber fürs nächste Mal, denke ich, wäre es sehr schön, wenn Sie vielleicht auch, um zu zeigen, dass Ihnen das nicht egal ist und ohne das Ihnen jetzt vorzustellen zu werfen, auch um zu zeigen, dass Sie das mitbekommen, dass Sie das vielleicht verletzt oder Sie nicht verstehen können, wieso, denn das kann ja sein. Ich werde jetzt Officer Hackelberry holen, wir werden das jetzt hier klären und für das nächste Mal wäre es schön, wenn man sowas vielleicht vorher noch mit den Officern bespricht. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich gerne für Gespräche bereit. Ich hole jetzt kurz Officer Hackelberry und dann machen wir das, ja? Würde ich sagen. Super. Mr. Officer Hackelberry? Chief, ja. Kommen Sie bitte mit. Dieser Tisch ist zu klein für uns beide. So, ich muss da nochmal durch. Super, danke. Also. Officer Hackelberry, ich gebe Ihnen jetzt gleich nochmal einen kurzen Abriss, warum die Herren Leitung und doch fast, also Sie sind ja Kollegialleitung irgendwie, ja? Das ist, ich bin der Chief und das sind beides Head of Departments. Hätte man so einmal gemacht. Leiter Ausbildung, Leiter Chirurgie bzw. Ja. Assistenzausbildung. Und wir haben, Sie haben mir also die Leitung des Pillbox Medical, das hat mich über einen Vorfall unterrichtet, der mir zugetragen wurde, wo es um etwas geht, das bezüglich einer abwertenden Positionierung gegenüber eines neuen Candidates von Pillbox Medical ist. Es gibt ein Szenario, wo Sie einer Streife angeschlossen waren, da waren Sie wohl zu dritt mit einer Kandidatin, die Sie zum Pillbox Medical gefahren haben und da haben Sie sich der Kandidatin wohl gegenüber äußerst negativ dem Pillbox Medical entsprechend geäußert, dass sie sich da nicht bewerben soll, dass das ein schlechter Laden ist, also äußerst negativ. Mir wurde das jetzt erstmal so zugetragen, man hat vorher noch nicht mit Ihnen gesprochen und ich wollte Ihnen einfach die Möglichkeit geben, nochmal Fragen zu stellen. Also erstmal initiiere ich einfach, wissen Sie, wer die Dame war und wann das war? Also ich erinnere mich, wir hatten vor, ich glaube, 2 Tagen, hatte eine Dame einen Verkehrsunfall und da ihr Auto dann defekt war und sie sagte, ob wir sie ins Krankenhaus bringen könnten, haben wir sie ins Pillbox gefahren, ja, weil sie dahin wollte und sie sagte, sie hätte sich da nicht nur beworben, sondern sie wäre da auch angestellt worden jetzt oder hätte den Job bekommen. Und daraufhin sagte ich oh. Und dann fragte sie, warum ich oh sage, was denn meine Meinung wäre. Und da sagte ich, dass ich bisher keine guten Erfahrungen mit dem Pillbox gemacht habe. Okay. Und ihr raten würde, sich lieber im Central zu bewerben. Okay. Gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, und das ist jetzt etwas, das wir im Nachhinein klären werden. Vielleicht gebe ich jetzt einfach der Leitung die Möglichkeit zu fragen, was diese negativen Erfahrungen sind. Vielleicht können wir das. Korrekt. Darf ich fragen, warum meine eigene Meinung im Büro des Chiefs of Police besprochen werden muss? Weil die Herren nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich verstehe das schon. Hackelberry, ich sage Ihnen auch ganz klar, ich habe der Leitung gesagt, dass ich das auch nicht gut finde, dass sofort hierher gerannt wird, sondern dass man mit Ihnen das Gespräch suchen kann. Ich will Ihnen aber sagen, dass das keinerlei Konsequenzen für Sie hat und dass es auch nicht irgendwie, das sage ich unter allen offenen Augen und Ohren, die wir jetzt hier haben, weil das das erste Mal ist, dass das passiert. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass hier irgendwelche Konsequenzen ausgesprochen werden. Wir wollen da jetzt einfach nur den offenen Dialog wählen, weil das ausgesprochen wurde, was ausgesprochen wurde. Und wir das erste Mal jetzt so klären. Ich habe aber schon den Leitungen und dem Head of Department und der Leitung der Chirurgie auch schon gesagt, dass das nächste Mal es besser wäre, das mit den Officern direkt anzusprechen, bevor man das bei mir eskaliert.
Ich will jetzt, hier nur die Tür öffnen, um das vielleicht irgendwie auflösen zu können oder irgendwas zu initiieren. Ich will sie nicht zensieren oder ihre Meinung unterdrücken. Es geht einfach nur darum, und da haben wir können das so gerne, dass wir das Büro von Ihnen wieder frei machen. Wir können das so gerne in einer entspannten Runde, entweder gehen wir raus oder stellen uns irgendwo auf den Parkplatz. Das muss jetzt kein Streitgespräch im würde ich jetzt auch vorschlagen. Wie ein Büro oder irgendwas, weil das sieht das dann immer von außen scheiße aus. Das Einzige, was ich gerne nochmal sagen wollen würde, auch an Sie, Huckleberry, Officer Huckleberry, in Gegenwart von Herrn Lynch, es ging gar nicht darum, Sie irgendwie in die Pfanne zu hauen oder sonst irgendwas. Wir wissen halt einfach, wussten bisher nicht, wie es bei Ihnen im PD gehandhabt wird mit solchen Fällen. Sie haben ein Problem mit meiner Meinung, da ist doch vollkommen irrelevant, wo ich arbeite. Naja gut, ich kann das schon verstehen, dass man das eventuell... Sie äußern das ja in dem Moment aber in Uniform, in einem Polizeifahrzeug. Genau. Das ist halt für uns in dem Moment schwierig, weil wenn wir jetzt als Mediziner in unserem RTW, in unserer Dienstkleidung eine Äußerung tätigen, kommt das, ich sage es mal auf salopp Deutsch gesagt, das Mimimi auch sofort immer erst zu mir als Chief. Ja, das kann ich verstehen. Halt einfach wirklich so. Deswegen, also ich möchte klarstellen, das ging gar nicht darum, wir wussten halt einfach auch nicht, wie die Prozeduren hier bei Ihnen im PD sind. Das wissen wir jetzt und dann werden wir das in Zukunft so machen. Also deswegen, also ich möchte hier gar keinen Kleinkrieg anzetteln oder sonst irgendwas oder im Schlechten mit Ihnen auseinandergehen. Sage ich Ihnen direkt, weil wir sind auf Sie angewiesen, genauso wie Sie ja auch auf uns angewiesen sind. Tun Sie mir mal folgenden Gefallen. Ich werde jetzt ganz kurz das Büro verlassen. Sie können das hier ausdiskutieren oder nicht, Sie einen Termin dafür machen oder nicht. Ich würde das jetzt hier einfach übergeben, aufgrund der Besonderheit dieser Situation, ja, und möchte, dass das jetzt erstmal in diesem Vier-Personen-Kreis bleibt, ja. Huckleberry, wir unterhalten uns später einfach nochmal, aber ich habe das, was ich gerade gesagt habe, auch bewusst vor den Medizinern gesagt, weil ich verstehe, wie ihre Situation ist. Und dann könnte man da vielleicht ein Gespräch nochmal ansteuern oder wie auch immer. Ja? Ich verlasse jetzt erstmal das Büro und wenn Sie fertig sind, dann führen Sie die Medics einfach raus und dann ist gut. Ja? Alles klar. Dankeschön. Super, Dankeschön. Haben Sie doch gar nicht wiedererkennen. So, Hops, was gibt's? Können Sie kurz mitkommen? Ja, klar. Okay. Es geht um den Campbell. Ja. Da gab es gerade eine heiße Diskussion. Das ist hier gerade so ein ganz anderes Ding gewesen. Was meinen Sie? Der hat wohl irgendwas gemacht. Mhm. Der hat einen Officer abgestochen. Er sagt nein. Okay. Winters. Hat der Campbell Sie angegriffen? Nein. Hä? Warum haben wir 10.99 gekriegt? Weil ich ein Messer gesehen habe. Aber er hat mich nicht damit bedroht. Wollen Sie mich verarschen, Winters? Nein, warum? Hä? Sie können doch... Mit 10.99 wissen Sie schon, dass Angriff auf Officer ist. Officer in Gefahr heißt das. Waren Sie in Gefahr? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ja, als ich das Messer gesehen habe. Machen Sie Ihre Aussage mal, weil das ist schon relevant, wenn er da niemanden angegriffen hat. Das ist scheiße. Also es geht, ich versuche es mal so durch die Blume. Es geht darum, dass er wohl irgendwas im Gesicht hatte, aber wohl ganz eindeutig klar war, wer das ist. So, so ein Ding ist das. Ja, der hatte so ein... Er hatte so einen Sack dabei, aber scheinbar wurde er dadurch doch irgendwie identifizieren können. Und er war ziemlich pissig und ich glaube, in dieser Situation vorhin war ich die einzige Person, die ihn beruhigen konnte. Campbell. Alfred, ich bin Thomas von Sauer. Campbell, hören Sie mal zu. Warten Sie mal ganz kurz. Haben Sie einen Officer angegriffen? Angegriffen. Ich will, fragen Sie, antworten Sie einfach auf die Frage. Haben Sie einen Officer mit einem Messer angegriffen? Okay. Haben Sie einen Officer angefahren? Er hat sich vor mein Auto gestellt. Okay, ich weiß, dass dem Officer nichts passiert ist. Warum wurde Campbell verhaftet? Weiß das jemand? Es wurde durchgegeben, eine 1099 von Winters. Mhm. Dass Herr Campbell wohl sich von dort dann entfernt Richtung Westen. Er wurde dann kurze Zeit später wohl angetroffen in seinem Chevrolet. Winters hat schon bekannt gegeben, dass er nicht angegriffen wurde, sondern dass er nur ein Messer gesehen hat. Genau, daraufhin hat er die 1099 ausgerufen und alle sind losgestimmt. Okay, gut. Dann wurde Campbell durchsucht. Ja.
Wurde irgendwelche illegalen, illegalen Sachen festgestellt? Nein. Okay. Gut, dann erkläre ich, warten Sie mal, ich spreche nochmal ganz kurz mit Winters. Ja. Winters, hat er irgendwas überfallen? Haben Sie den kontrolliert? Hat er irgendwas gemacht? Nee, der hat auf dem Gehweg geparkt und ich war halt da, gerade am Laden. Ne? Okay, alles klar. Danke. So, gut, dann geben Sie Campbell bitte seine Sachen wieder, alles zurückgeben, er kann dann gehen. Super. Nee, Mann, ich bin noch nicht fertig. Wegen dir habe ich Riesenprobleme auf der Piste. Das kannst du komplett vergessen. Was habe ich hier? Ich stand vor einer Gruppe von 7 Leuten, holt den Taser raus und dann geht das Scheißding nicht. Und ich krieg voll einen in die Fresse gehauen. Bin schon stinkig auf dich. Das ist natürlich Haben Sie kurz einen Moment? Wir haben gleich Besprechung. Werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein, weil ich jetzt gleich vor Gericht muss. Wir regeln den Rest. Ja, wir regeln. Vor 2 Tagen hatte ich eine Auseinandersetzung, beziehungsweise wurde ich angeschossen in der Southside, wo ich auch schnell das Bewusstsein verloren habe. Das Problem ist, ich wollte ja diesbezüglich eine Aussage auch reinschreiben, bloß diese Akte existiert leider nicht. Ich finde einfach die Kollegen nicht. Es waren mehrere Kollegen, bestimmt um die 10 Stück an der Zahl, die das bearbeitet haben, aber keiner hat eine Akte geschrieben. Vielleicht ist das schon abgeschlossen? Klingt jetzt eine riesige Schießerei in der Southside klingt jetzt nicht, als würde man nicht eine Akte schreiben. Das war quasi so ein, ich würde jetzt nicht als Drive-By bezeichnen, also ich bin dann lang gefahren, habe die Rancho Kings auf der Seite gesehen und dann kamen da auf einmal andere, Gangster an, mit blauen Tüchern, die ausgestiegen sind und einfach geschossen haben, ohne ein Wort zu reden. Bullock, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden in diesem Zusammenhang. Ich weiß den Vorfall selber nicht. Da müssen Sie sich bemühen. Ah, okay. Er hätte ja sein können, ob Sie da was ergeben. Gar nichts. Haben. Tut mir leid. Lüg! Also Können Sie die Leitung von dem von der Doha wieder übernehmen oder muss ich da noch intervenieren? Ich bin wieder vollumfänglich da seit gestern und heute. Alles klar. Jetzt schon 50% der Akten wieder einstampfen. Aber ich kann Ihnen gleich auch nochmal Abriss geben, an was für Fällen wir gerade noch im Hintergrund dran sind, was sonst. Nee, erstmal nicht. Arbeiten Sie sich ein und machen Sie die Akten zu. Also die haben wir jetzt, glaube ich, noch 5 offene von uns oder 4 und halt ein paar Sachen, die im Hintergrund laufen. Diese Riesen-MD-Sache, da kommt jeden Tag neuer Stuff dazu. Da habe ich auch schon mal überlegt, da jetzt vielleicht langsam mal drüber nachzudenken, da einfach mal jemanden einzuschleusen. Das ist ja Katastrophe. Manfred, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin erstmal, ich komme sukzessive wieder rein, aber ich kümmere mich darum, dass die Akten sauber bleiben und dass Kollegen weiterarbeiten. Wir haben jetzt Besprechung. Alles klar, machen wir das. Super. Danach fahren wir dann zum zweiten. Die Besprechung beginnt jetzt.